Hallo, willkommen zurück bei Dragon Ball Z Kakaroto. So, wir sind ja wieder mit Piccolo. Da hinten sollen wir hin. Okay. Heißt aber nicht, dass ich mich nicht noch hier ein bisschen umgucken kann. Here we go, Piccolo. Piccolo is the man. Noch eine D-Medaille haben wir gefunden. Nicht gut. Gut zu fliegen, wenn wir auch laufen können. Und das verbraucht überhaupt keine Power. Ich weiß ja wie gesagt noch nicht ganz so, wofür diese Orbs da sind, aber ich sammle es einfach mal ein. Einfach weil ich es kann. Jede Menge Sammelobjekte, das finde ich gut. Na, wer ist denn da? Meine Damen und Herren, möge das 24. Weltturnier beginnen. Was? Das hat mich jetzt etwas überrascht. Ich wollte mich auf das nächste Weltturnier vorbereiten. Ich wollte mal etwas Abwechslung reinbringen. Aber nun ja, wenn meine Einleitung funktioniert, sollte ich sie wahrscheinlich so lassen, oder? Hey, du solltest im nächsten Turnier teilnehmen. Hier, nimm dies. Das hilft beim Training. Powerprotein. Geil. Brauche ich sicher. Sind wieder aufgetaucht? Die Orbs? Oder habe ich die hier eingesammelt? Oh, ich weiß es nicht. Aber schön, dass mir NPCs einfach Zeug geben. Finde ich ziemlich nett. Ja, es geht. Wie cool. Ich kann aber durch Felsen fliegen. Okay. Rumblödeln Zeit. Da unten ist ein Haus. Wem ist denn dieses Haus da? Und da wer? Hallo, hier ist Piccolo. Menü. Erweckendes Wasser. Was ist das denn? Ziemlich fancy. Und lauter Zeug sammle ich ein. Einfach mal hier durch und zapp, zapp, zapp. Äpfel, Apfel, Apfelkraut. Was bekommen. Na komm, die Orbs will ich hier noch einsammeln. So, auf der Karte ist da hinten was, aber das ist wahrscheinlich. Oh, guck mal, was da stammt. Du wieder. Bleib wieder von der Sorte. Das war einfach. Kann ich die ärgern? Warnung.
Will er kämpfen? Wow. Hilfreich. Das macht mir nichts. Zieht mir keine KI ab. Na komm. Ja, yeah, ich habe ihn erlegt. Was bringt mir das jetzt? Mageres Dinofleisch. Oh yeah. Ich habe ihn erlegt. Geil. Hm. Da sind wieder Gegner. Und weg mit dir. Oh, noch einer. Das war ja einfach. Und Piccolo ist Stufe 5 erreicht. Oh nice. Freut mich gerade, gilt die Stufe auch für alle anderen Charaktere? Heißt es jetzt, dass Son Goku und Son Gohan dann auch Stufe 5 sind? Oder wie ist das dann? Der Dragon Ball Flugsimulator. Zakun wa iru yō da na. Okay, ihr wollt es nicht anders. Kleine Fische sind das. Vielleicht zu Raditz. Ein Rauch her. Hm. Da ist was mit Kämpfen. Faust. Von Map. Was sind damit hier die Gegner gemeint, oder was? Okay, das sind so die üblichen Welle, dann schaut das nämlich an. Das ist der Roboter. Ich glaube, ich sollte mal noch so einen Gohan sehen. Was zum Teufel sind das für Dinger? Der Junge hat wahrscheinlich gerade alle Hände voll zu tun. Ich muss mich selbst um sie kümmern. Besiege alle Gegner in der Umgebung. Okay. Okay, das waren sie.
ザークが手間を取らせやがって。Da hinten irgendwo sind die anderen. Ah, da oben. Da links auch noch. Und dann kümmern wir uns erstmal um diese hier und dann um die anderen. Hallo. Hier ist Piccolo. War's. Na gut. Dann gehen wir mal zur letzten Gruppe von Robotern. Hm? Über mir. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Piccolo hat heute frei. So, haben wir geschafft. Ich frage mich aber gerade, ich konnte doch die Höllenspirale auswählen. Wie mache ich sowas? Muss ich mich nochmal genau mit beschäftigen? So, geschafft. Also, dann schauen wir mal, wie es dem kleinen Rosenscheißer ergangen ist. Hoffentlich hat es ihn härter gemacht, ihn die Wölfen vorzuwerfen. Oh, Piccolo. Son Gohans Wächter. Sieh nach, wie Son Gohan geht. Du. Charaktere. Kann ich das hier einsehen? Super Angriff-Auswahl. Aha. Guck an. X. Da, Höllenspirale. Wissen. Weiß ich denn irgendwas? Erreiche Stufe 30, 40, 50, 60, 70. Okay. Okay. Was noch? Super das Fertigbaum. Fertigkeitenbaum. Ah, das ist das Skilltree. Dafür braucht man die Kugeln. Okay. Kann ich da jetzt was Neues lernen? Explosionswelle Stufe 2. Kann ich das schon haben? Cool. Dann hätte ich noch gerne das hier. Ich meine, das viele Einsammlungen muss ich ja gelohnt haben. Okay. Ja, gut. Ich brauche grüne. Da fehlen mir noch ein paar. Rot habe ich jede Menge. Kann ich was roten machen? Plus 5% Schaden bei betäubten Gegnern. Okay. Will ich haben. Geilo, Piccolo verbessert. Was haben wir denn hier? Limitbreaker, Spezial Höllenspirale. Boah, ey. Gefühlte super Lichtgranate. Führte, meine ich. Oh, shit. Ah, okay. Das Skillspiel ist jetzt nicht der größte der Welt, aber hey, ist nett. Status. Wie sieht es denn bei Piccolo aus? Findet ihr noch 683. Ah, man kann ihn drehen. Okay. Da sieht man so seine
Fertigkeiten. Okay. Ah, mit Piccolo ein bisschen aufgebessert. Ist auch nice. Ich hab Hunger, ich hab so einen Hunger. Kleiner Rotzbengel. Saiyajin domo to tatakau ni wa senryoku ga marude tarin. Aitsu no senzai nouryoku ni kakeru shika nai. Wir sind immer noch nicht gut genug, um gegen die Saiyajin zu kämpfen. Deine verborgene Stärke ist unsere einzige Hoffnung. Ichido kiri da. Konkai dake wa kuimono o megun de aru. Tja, schön, dieses eine Mal komme ich ihm zur Hilfe. Also dann Äpfel holen. どこにある? Bin ich hier nicht in der Gegend? Oder wie ist das hier? Da sind noch mehr grüne Orbs, die ich brauche. Zakun wa iru yō da na. Doko ni aru? Itsu demo ii ze. Kagatte koi. Ich war eh wieder. Ihr nervt. Ich bin auf der Suche nach Äpfeln und nicht nach Prügel. So reicht. Äpfel. Hier unten irgendwo. Ah ja. Stutz der Watarika. Na, gehen wir mal ein bisschen Stoff. Noch mehr Äpfel? Unreifer Apfel. Okay, ich hab was gebraucht. Kso ga kime. Sewa yakase yatte. Son Goku geht auf dem Schlangenweg in 10 Instanzen und hofft, dort stärker zu werden, während Piccolo Son Gohan trainiert und seine verborgenen Kräfte aktivieren will, indem er ihn in der Wildnis aussetzt. Das ist ein schönes Spiel. Oh mein Gott, das ist so toll. Ah. Ehrlich. サイヤ人の力なのか。
Es ist Son Gohan, er hat sich in einen Gorilla verwandelt. Oh mein Gott. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge kämpfen wir einfach mal gegen Son Gohan und versuchen ihn zu beruhigen. Ich danke euch schon mal übelst sehr fürs Zusehen und ich hoffe, Dragon Ball Z Kakarot gefällt euch weiterhin. Also für mich ist es ein absolut geiles, empfehlenswertes Spiel. Man kann hier so viel machen. Es ist so, man kann so viel erkunden, man kann rumfliegen, man kann Dinosaurier killen, wie ihr gesehen habt, und Gegner verprügeln, und das UI-Design ist auch schön und ist einfach geil gemacht. Also auf jeden Fall, also wie gesagt, ich bin ja noch nicht so weit. Ich denke mal aber, ja, es lohnt sich zum Vollpreis eigentlich schon für das, was man bekommt. Also, wenn ihr wollt, kauft es euch, wie gesagt, im PlayStation Store oder auf dem PC oder auf der Xbox One existiert dieses Spiel, und ich würde mich echt freuen, wenn ihr auch die Entwickler da unterstützt hingegen. Sie haben es auf jeden Fall verdient. Das ist ein gutes Fanservice-Spiel. Okay, genug von mir. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Dragon Ball Z Kakarot.